Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch unser persönliches Lieblingspappmaché-Rezept. Hierfür benötigt ihr eine Rolle Toilettenpapier, eine Dreivierteltasse Leim, eine Tasse Fugenmasse, eine halbe Tasse Mehl und etwas Leinöl. Ihr beginnt damit, euer Klopapier lagenweise im warmen Wasser einzuweichen und grob auseinanderzurupfen. Als nächstes zerkleinert ihr portionsweise das Papier mit einem Mixer, so fein wie ihr es gerne haben möchtet. Ist auch dieser Schritt getan, könnt ihr mit Hilfe eines Siebes das überflüssige Wasser ausdrücken und per Hand den Rest ausbringen. Im Anschluss teilt ihr die Masse wieder in kleine Stücke, sodass es am Ende aussieht, als hättet ihr eine Schüssel auseinandergerupften Mozzarella. So, nun kommen wir auch schon zum vorletzten Schritt. Hierfür vermengen wir die bereits genannten Zutaten nacheinander zu einer Masse und geben sie am Ende zu dem Toilettenpapier. Hierbei ist es euch überlassen, ob ihr den Teig per Hand knetet oder mit einem Handmixer bearbeitet. Sobald ihr eine geschmeidige und homogene Masse habt, ist euer Pappmaché fertig und bereit zur Weiterverarbeitung. Wenn ihr das Pappmaché nicht direkt verarbeiten möchtet, könnt ihr die Masse in Frischhaltefolie über einige Zeit im Kühlschrank lagern. Ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch mit diesem Rezept weiterhelfen konnten und wünschen euch viel Spaß beim Modellieren. Weitere Inspirationen und DIYs findet ihr auf unserer Website www.sarisgarage.de. Solltet ihr Fragen haben, lasst es uns wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und sage Tschüss und auf Wiedersehen. I just wanna change, I just wanna